It is good to have question answers. Vielleicht ist es gut, Fragen und Antworten heute zu machen. Okay, dann starte ich, wenn ich darf. Zeit. Wie werden die Menschen bzw. die neuen Geistwesen, die zu Menschen auf der Erde geboren oder inkarnieren, wie auch immer, wie werden die geschaffen? Our spirits who come on earth and get their body, how are they created? All creation, doesn't matter, angel, mankind. All die Schöpfungen, egal ob es Engel, Menschen und so weiter sind, they all was created in darkness. Die wurden alle in der Dunkelheit erschaffen. Later God was throwing their light at them. Und später schmiss Gott sein Licht auf sie. That's the way we came to existence. Und so kamen wir in die Existenz. Also so wurden wir erschaffen. Bible or many religious books is mentioning God through his breath. Die Bibel und viele andere religiöse Bücher erwähnen, dass Gott seinen Atem in uns reingab. But I explain you more. Aber ich erkläre euch mehr. This is what we call soul system. Das ist das Seelensystem, auf Englisch soul. Soul means? Seele bedeutet, God is a subject of love and life. Dass Gott das Subjekt des Lebens und der Liebe ist. So he is a subject. Er ist also das Subjekt. Wherever life is. Dort, wo auch immer Leben ist. So, this light means spark. Und das Leben ist dieser Funke von Gott. Von Gott, der in uns gegeben wird. Yes. And same process is when baby come out. Und das gleiche passiert auch, wenn ein Kind geboren wird. When baby come out. Wenn das Kind geboren wird. He must take first breath. Dann muss es den ersten Atemzug machen. You notice it? You must take breath. And with this breath, a subject of universal life, life begins. Und auch mit diesem gleichen Atemzug beginnt das Subjekt des universellen Lebens seinen ersten Atemzug, also die Seele. But, yes. Yeah. But if child is mother's stomach. Aber wenn das Kind im Bauch der Mutter ist. And something happens like a pregnancy. Is destroyed. Aber wenn sowas wie, dass die Schwangerschaft zerstört wird, zum Beispiel, passiert. Until this point is only the body. Bis zu diesem Punkt gibt es dann nur den Körper. Our book is mentioning, unser Buch erklärt, first 3 months spirit come, in den ersten 3 Monaten kommt der Geist it go back. Und er geht auch wieder zurück. Next 3 months, in den nächsten 3 Monaten it can go out and in. Da kann der Geist rein und raus gehen, Schrank. Yes, but last 3 months. Aber in den letzten 3 Monaten then spirit is bound. Ist der Geist an diesen Körper gebunden. Because angels want to cut their memory of spiritual world. Weil dann die Engel die Erinnerung an die geistige Welt bei diesen Kindern abschneiden möchte. That's why you don't remember that we were living million, billion years in spiritual world. Deswegen erinnern wir uns auch nicht daran, dass wir Millionen und Milliarden Jahre lang in der geistigen Welt gelebt haben. But you can come, bring back this memory. Aber ihr könnt diese Erinnerung wiederholen. More you have a light of God. Je mehr Licht ihr von Gott habt, more you love God. Je mehr ihr Gott liebt, more you are doing the will of God. Je mehr ihr den Willen Gottes tut, your spiritual senses get open. Werden eure geistigen Sinne geöffnet. And you can see your reincarnation that you were living million billion dimensions. Und ihr könnt sehen, dass ihr in Milliarden, Millionen und Milliarden verschiedenen Dimensionen gelebt habt. So you can discover your life. Und da könnt ihr also euer Leben dann entdecken, euer früheres. I hope I gave you an answer. Ich hoffe, ich habe die Antwort darauf gegeben. Eine Nachfrage nochmal, dass ich es richtig verstanden habe. Also der Geist kommt während der Schwangerschaft in das ungeborene Leben und manifestiert sich zum Ende der Schwangerschaft. Und die Seele, die kommt dann erst hinzu, wenn das Kind geboren ist. Oder habe ich das falsch verstanden? Seele only giving a funk, spark. So he was asking for his understanding. He understood that first there is an unborn child and then Spirit comes in there, but
then when spirit comes there at the end, also the soul comes in there. He said, no, no. I explain you more. Yeah, he will explain more. Seele, soul and spirit. Die Seele und der Geist. They are two different things. Das sind zwei verschiedene Dinge. Okay. Ja. Schreibt ihr das auf? So let's take a cable. Lass uns zum Beispiel ein Kabel als Beispiel nehmen. And we have a Kumi. Das Kabel hat ja eine Isolierung aus Gummi. This is our body. Das ist unser Körper, ja? So when we take this Isolierung, Gummi. Yes, away. Then inside come the naked cable. Ja, und wenn wir die Isolierung, also Isolation, wenn wir die wegnehmen vom Kabel, dann sehen wir den nackten Kupferdraht. This is a spirit. Und das ist der Geist. Okay. Ja. Now what is the Seele or Soul? Und was ist jetzt die Seele? This is a spark which is coming from God in whole universe. Das ist dieser Funken, der von Gott kommt und der durch die ganze Ewigkeit geht. So whole eternity existing because of this spark. Und die ganze Ewigkeit existiert nur wegen diesem Funken, den Gott gibt. So let's say one day God is angry. Also and this equivalent is electric. Electric. Und das Äquivalent beim Kabel ist der Strom, der durchfließt. I give you one example. Let's say one day God is angry. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Lass mal annehmen, eines Tages ist Gott sauer oder wütend. He is fed up from his creation. Und er hat die Schnauze voll von seiner Schöpfung. I give you one example. Das ist nur ein Beispiel. So if he don't give this soul spark to his creation. Das heißt, wenn Gott nicht mehr diesen Seelenfunken an seine Schöpfung gibt, what gonna happen? Was passiert dann? I give you example. Ich gebe euch ein Beispiel, ja? Sun is far away. Das ist wie, als die Sonne ist ja weit weg. Mm-hmm. And one day you hear from radio. Und dann eines Tages hört ihr vom Radio, that sun will not give any more light. Dass die Sonne aufgehört hat zu scheinen und kein Licht mehr von sich gibt. Their sun gonna be cooled down. Die Sonne dort drüben kühlt ab. Here our earth will be cooled down. Aber unsere Erde kühlt auch ab. So die Seele, die Soul. Das heißt die Seele. And this is a spark or current that universe is existing. Das ist dieser Funke oder dieser Strom, der es ermöglicht, dass das Universum existiert. So we should be thankful and we should love God that life is going on because of him. Und wir sollten also dankbar sein, wirklich dankbar sein Gott gegenüber, dass das ganze Universum weiter existiert. Because of. Wegen. Because of his spark. Wegen seinem Funken, den er gibt. Yes. Mhm. Alles klar. Ellen hat die Hand hoch. Ellen, möchtest du was Ellen? Fragen? Ellen? Du musst wahrscheinlich ihr Mikro. Du musst dein Mikro noch anmachen, Ellen. Muss ich dasselbe machen? Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt war gut. Sehr gut. Hallo Zeit, hallo alle zusammen. Hallo. Zeit. Ja. Von deinen Reisen im Universum und mich würde interessieren, das vorzustellen haben, Geistwesen zu sein, dann Wasser trinken können oder die Gottesfüße umarmen können. Wie passiert das als Geist? How is it possible that loud because they have to hear? Yeah, how is it possible because she can't really imagine as a spiritual being how can you eat, or when she reads about your journeys how God massages your feet, or how can you eat, how can you feel something? Can you explain this a bit more? Oder wie es da möglich ist, als Geist was zu fühlen und auch das was zu essen und so weiter? Auch Gott zu berühren, okay, und zu haben oder Wasser zu trinken. Okay. Also wirklich als Geistwesen diese Empfindungen, die Empfindungen sind, auch dort zu spüren. Oh boy, that's a complicated question. Oh Mann, das ist eine sehr komplizierte Frage. Oh, aha.
But I try to give you an answer. Aber ich versuche dir eine Antwort zu geben. It is written that before God created this universe. Es ist geschrieben, dass bevor Gott dieses Universum erschaffen hat. External or internal. Egal ob äußerlich und innerlich, also God's throne was on water. Dass Gottes Thron über Wasser war. When I ask Bible or Quran study people, und wenn ich die Leute frage, die Bibel oder den Koran studieren, when God's throne was on water, als Gottes Thron auf dem Wasser war, where water was standing? Worauf stand dann das Wasser? Because God, until that time, God did not create the universe. Weil bis dahin hatte Gott noch kein Universum erschaffen. No, I explain you. Und jetzt erkläre ich das dir. When you take a two element of hydrogen, wenn du zwei Elemente von Wasserstoff nimmst, and one element of oxygen, und ein Element von Sauerstoff, it is possible to make a water. Dann ist es ja möglich, Wasser zu erschaffen, H2O. Mm-hmm. So these gases and plus many countless gases was a part of God. Und diese Gase und zahllose viele andere Gase waren ein Teil von Gott. Okay. Ja? God created angel. Gott hat die Engel erschaffen. With clean energy. Aus einer Art sauberen Energie. So they are different creations. Das heißt, sie sind also eine andere Schöpfung. God created jinn creation. Gott erschuf die Jinn-Schöpfung. With hydrogen gases. Mit Wasserstoffelementen oder Partikeln. So they are very love it or hate me, you know? Deswegen haben sie eine sehr extremistische Natur. Entweder sie lieben dich oder sie hassen dich. Yes. And angel creation is by oxygen. Und die Engelschöpfung wurde durch Sauerstoff erschaffen. God. And what was the left recycling stuff? Und was war das übrige Recycle-Zeug? Which bad smell. Was auch einen schlechten Geruch hatte. God created us. Daraus hat Gott uns erschaffen. So you see, if we don't clean teeth, we skip bad smell. Zum Beispiel, du weißt ja, wenn wir unsere Zähne nicht putzen, dann haben wir einen schlechten Geruch. When we go toilet, nobody inspired to go next. Wenn jemand auf Toilette war, hat niemand die Inspiration, auch auf die gleiche Toilette zu gehen. Next 5-10 minutes we need a break. Okay. 15 Minuten brauchen wir eine Pause davon. Everywhere human being bad smell. Überall riechen die Menschen sehr schlecht. So this is a gas which was we call a carbon. Und dieses Gas nennen wir Kohlenstoff. Actually this element God created us. Und aus diesem Element hat Gott uns erschaffen. But in this recycling stuff, aber in diesen recycelten Elementen, we have a oxygen angel element, we have a jinn element. Da war auch Sauerstoff, Wasserstoff, und das sind ja die Stoffe von den Engeln, den Jinns. So human being have a potential. Das heißt, die Menschen haben also auch das Potenzial, that they can take a nature of angel, dass sie die Natur der Engel annehmen kann. They can be jinn. Sie können die Natur der Jinns annehmen. So all the element is human, this body. Und das heißt also, all diese Elemente sind im Menschen drin. So that's why we call a human being microcosmos. Deswegen nennen wir die Menschen auch den Mikrokosmos oder Stellvertretung okay. dafür. Okay. Let's say when I go spiritual world. Okay, lass mal sagen, ich gehe jetzt in die geistige Welt. And I have a three light. Und ich habe jetzt drei Lichtarten. Let's say. Ja? Mm-hmm. I have a white light. Ich habe einmal weißes Licht. I have a golden, I have a blue. Ich habe goldenes und blaues. If I have only white light. Wenn ich nur weißes Licht hätte. Then I'm entering a angel dimension and that's it. Dann betrete ich lediglich eine Engeldimension und das war's dann auch. So there are two light are meeting. Das heißt, es treffen sich also jetzt zwei Lichter. Okay, what happened on the earth? Was passiert also jetzt auf Erden? When we make a love each other.
wenn wir Liebe miteinander machen mit unserem Partner, then this is a body. Dann ist das körperlicher Kontakt. That's a limitation. Das ist die Begrenzung. Du kannst nicht in den anderen Körper von deinem Partner gehen, ja? Yes. But when you have a white light, for example. Ja, aber wenn man das Gleiche jetzt in der geistigen Welt macht, mit weißem Licht, das man in seinem Geist hat. And you meeting a angel world who has a white light. Oder, und du triffst auf jemand anderen in der Geist, in der Engelwelt, der weißes Licht hat. So what happened? Two light are meeting. Und was passiert also dann? Zwei Lichter treffen sich. And they come together in the circle. Und die verschmelzen sich in diesem Kreis, ja. In this moment you can just feel other person love. Und in diesem Moment, wenn sich diese Lichter verschmelzen, kannst du die Liebe des anderen fühlen. And you can experience many things. Und du kannst viele andere Dinge erfahren. That's the way when you have three light. Und so ist auch, wenn du drei Lichter hast. Because God have a three form of light. Weil Gott hat drei Formen des Lichts. White light. Weißes Licht. Golden. Goldenes Licht. And blue. Und blaues Licht. And when he give you three light. Und wenn er alle drei Lichtarten dir gibt. So in the light you have one form. Und im Licht hast du eine Form, ja? And with this form you can experience when God touch you. Und diese Form, ja, die kann erfahren, wenn Gott dich zum Beispiel anfasst. Make a love. Wenn du Liebe machst. Everything experience when you have similar light actually. All das kannst du erfahren, wenn du ein ähnliches Licht zu deinem Partner hast. So oder? This is more intensive. Everything okay with you? Das ist more intensive. Yeah, you have to translate. Intensive. Ja, und das ist umso intensiver than this body. Als die Erfahrungen mit diesem Körper. So spiritual life you're gonna experience more intensive when you're gonna meet the person. Das heißt, im geistigen Leben erlebst du die Dinge noch viel intensiver, als du sie hier auf der Erde erleben kannst. That's why I can experience angel, I can experience God, I can experience when I gonna meet you in spiritual world. Und deswegen kann ich auch die Engel erfahren, die geistige Welt erfahren und ich kann auch dich erfahren in der geistigen Welt, right. Ja? For example, you have no light. Zum Beispiel, wenn du hast das kein Licht, ja? Mm-hmm. And you have a darkness. Und wir nehmen an, du hattest Dunkelheit, ja? So one bad smell gonna come out. Und dann kommt aus deinem Geist ganz natürlich schlechter Geruch. And in this moment I want to have a distance from you. Und in diesem Moment möchte ich Distanz zu dir aufbauen, wegen diesem Geruch. Yes. Mm-hmm. But let's say if you have a light. Aber lass mal annehmen, wenn du dann Licht hättest. Automatically my light gonna be magnet to your light. Dann wird automatisch mein Licht zu deinem Licht angezogen werden. And then I will come 1,000 times more intensive everything about you. Und dann lerne ich 1,000 mal intensiver alles über dich kennen. So that's the way you experience about God. Und so erfährst du auch Gott, ja? And that's the way is the thing you can intensive in paradise and heaven. Und so kannst du auch die So kannst du auch die intensiven Dinge im Himmel und im Paradies erfahren. Erfahrung, Beobachtung. Erfahrung, Beobachten und so weiter, ja? Mehr intensiv. Aber noch viel intensiver als hier auf Erden. Ja. That's okay? Ist das okay, Alan? Ja, das ist okay. Noch nachdenken, aber es schließt sich mir schon. Dankeschön. Yes, if you have more questions, you can send me WhatsApp. Yeah. Wenn du noch mehr Fragen hast, kannst du sie mir auch auf WhatsApp schicken. Okay. Okay, danke schön. Yeah, she said she is thankful, she has to think about it, but it sounds right to her. Very fascinating. And she's very, very fascinated. So, Aniko. Question. Yeah, Aniko. Yeah. Ich grüße euch alle herzlich. Hallo. Hallo. Ich habe, liebe Tahe, Frage. Was sagt Gott, wenn eine Person die andere Person bewertet? Was für eine Energie und öfters der tut, Beispiel, oder Sache bewertet, egal Person oder Sache. Was für eine Energie erzeugt bei sich diese Person? When someone judges you, yeah, from whatever.
perspective, what kind of energy does he emit then? In our world, we have a different energy. Also in unserer Welt haben wir viele verschiedene Energien. When you are angry, there's a one energy. Wenn du sauer, wenn du wütend bist, hast du eine andere Energie. When you are harmony, there's another energy. Und wenn du in Harmonie bist, hast du eine andere Energie. When you hate, there's another energy. Wenn du jemanden hasst, hast du eine andere Energie. So these all energy are a one tree, different branches or different leaf. Und diese eine Energie hat also ist wie beim Baum, der verschiedene Zweige hat. Yes. Und verschiedene Blätter. Our problem is in this world. Unser Problem ist in dieser Welt. Every day we are confrontation with different energy because of our mood actually. Das Problem ist, dass wir jeden Tag verschiedene Konfrontationen mit verschiedenen Dingen haben und deswegen das auch unser Laune, unsere Laune beeinflusst. Mood. So this energy come and go every day from us. Das heißt, diese Energie kommt also jeden Tag von uns. So what happened to us? Was passiert also mit uns? Many people say, let's make a meditation. Viele Leute sagen zum Beispiel, lass uns Meditation machen. So they come home. Also kommen sie nach Hause. They was angry, they was hate, they was frustrated. Vielleicht waren sie wütend, sauer, haben Hass gehabt, was auch immer. Yes, now they coming with many negative energy home. Und sie kommen jetzt mit viel negativer Energie nach Hause. And you start making meditation. Und dann fängst du jetzt an, Meditation zu machen. And you try to bring in meditation negative energy out. Und versuchst jetzt dann durch Meditation deine negative Energie rauszubringen. And try to bring your mind, your emotion, your heart again in balance. Und versuchst wieder dein Verstand, deine Emotionen und dein Herz in Balance zu bringen. Good. Morning you have to go back again outside to work. Gut. Aber jetzt am nächsten Morgen musst du wieder raus und arbeiten gehen und so weiter. Now again coming negative energy inside of you. Und dann kommt wieder negative Energie in dich. And you go evening and then again you try to bring this energy out. Und dann bis am Abend meditierst wieder, versuchst wieder diese Energie rauszubringen. So what is the solution actually? Was ist jetzt also die Lösung dafür? That those negative energy should not stay in ourselves. Dass von vornherein diese negativen Energien nicht in uns bleiben sollten. That's a question. Ja, das ist die Frage. It means. Das heißt. Energy itself is nothing. Energie selber ist gar nichts. You can motivate the energy according to your motivation, direction. And as a result. Du kannst also deine, du kannst die Energie motivieren und zwar durch deine Motivation, Richtung und Taten, die du einschlägst. That's what happened. Und das ist was passiert. What happened when you are coming near to God? Und was passiert, wenn du Gott nahe kommst? You control all the energies. Dann kontrollierst du all diese Energie. So this negative energy don't make you out of balance. Und das heißt, diese negative Energie bringt dich nicht aus der Balance raus. And for example, let's say somebody hates you. Zum Beispiel lass es mal annehmen, dass jemand dich hasst. And now this person left you and went to Berlin. Und diese Person verlässt dich und geht nach Berlin. But you're still hating. Aber du hasst sie immer noch. You bringing the dark element inside of you. Dann bringst du diese dunklen Elemente auch in dich selber. Because this person is gone. Weil diese Person weg ist. But God loves giving you opportunity. Aber Gottes Liebe gibt dir die Möglichkeit, to forgive this person right away. Dieser Person sofort zu vergeben. So you're doing favor to yourself. Das heißt, du dementsprechend bringst du selber auch, machst dir selber auch einen Gefallen. The moment you forgive the person, weil in dem Moment, in dem du der Person vergibst, you are doing favor to yourself. Machst du auch einen Gefallen für dich selber. Because dark element is not coming in your spirit. Weil dann keine dunklen Elemente mehr in deinen Geist kommen. So energy or nothing. Das heißt, Energie an sich ist gar nichts. You can, according to your motivation, you can change. Und gemäß deiner Motivation kannst du es ändern. That's why it is written, you should be like your heavenly father. Und deswegen ist auch geschrieben, du sollst so sein wie dein himmlischer Vater. You should learn to forgive. Du sollst es lernen zu vergeben. You should learn for compassion. Du sollst es lernen, Mitleid zu haben. You should learn
to motivate people one positive life. Und du solltest lernen, die Leute auf eine positive Weise zu beeinflussen. Das wird es nicht an. And this is gonna be good for your spirit. Und das wird gut für deinen Geist sein. That's the way function. So funktioniert das. Yeah. Energy, self is nothing. Energie ist gar nichts. Selber ist es gar nichts. You can drive the energy the way you want it. Du kannst deine Energie so lenken, wie du möchtest. Yes. Okay. Yes. Okay. Noch jemand? Dankeschön. Ja. Alison, anybody who want to ask question? Elisabeth. Oh, Lisa. Was machen wir nachts, wenn wir schlafen? What do we do at night? Ich frage nicht nur für mich, sondern generell. Elisabeth, das ist meine Privatleben, ich sag dich nicht. She was asking, du willst wissen, was ich mache nachts? Tut mir leid. Ja. Ich habe nicht gefragt, was du machst, sondern was lernen wir nachts oder wo sind wir nachts, wenn wir schlafen? Okay. Kann ich kurz, she was asking, what do we do at night when we sleep? And he was saying, excuse me, Elisabeth, that's my privacy. Wo pooch that's my private life. Ke raat ko kya hota hai? Maine kaha, meri sati zindagi hai. Main jo mazi karu. Kya kare ji? Tera. Ja, okay, now I understand. Okay. Er hat nur mit, it was a joke, okay. Was wolltest du sagen, Elisabeth? Ich hab, er hat verstanden, was ich meine. Was lernen wir nachts, wenn wir schlafen? Wo sind wir da? What do we learn at night when we sleep? Where are we then when we sleep? Our mind never sleep. Unser Verstand schläft nie. The day that your mind gonna sleep, der Tag, an dem dein Verstand schläft, you will die. Wirst du sterben. So you are sleeping. Das heißt, du schläfst. You turning red, right. Und du turning left. Aber du drehst dich nach rechts, nach links. Who telling you this? Wer sagt dir das? Your mind, nerve system is functioning. Das Nervensystem deines Verstandes funktioniert immer noch. Yes. Ja, und das macht es. So, what your mind is awareness. Das heißt, was sich deinem Verstand bewusst ist, oder? Yes. He is not sleeping. Der Verstand selber schläft nicht. But what happened to you now? Aber was passiert jetzt mit dir? The way you spent. So wie du den Tag verbracht hast, ja? It come reflection of your mind in dreams. Reflektiert dein Verstand das auch in deinen Träumen? And that's what we learn. Und das ist auch das, was wir lernen. If we are leading a beautiful, positive, good life for God. Wenn wir ein gutes, positives und schönes Leben für Gott führen, then while we are sleeping, dann während wir schlafen, we are entering those dimension, betreten wir diese Dimensionen, where angel is giving us message, wo die Engel uns diese Botschaften überbringen. But if you are working only material thing or material worries, aber wenn du nur für das Materielle arbeitest oder nur materielle Sorgen hast, then you're gonna see everything confused. Dann wirst du alles verwirrt sehen. So, your day is the foundation for your mind. Das heißt, der Tag ist die Grundlage für deinen Verstand. It only giving the message to consciousness. Das gibt nur die Nachricht an dein Bewusstsein. It giving the movie to consciousness. Oder dein Verstand gibt diesen Film dein Bewusstsein. And your consciousness giving this movie to your conscience, yeah. Und das Bewusstsein übergibt diese Nachricht oder diesen Traum an dein Gewissen. And your conscious giving your movie continue to your heart. Und dein Gewissen gibt es weiter an das Herz. And heart is giving this movie to spirit. Und das Herz gibt diesen Film weiter an den Geist. And now the angel. Und jetzt, was machen die Engel dann? And God. Und Gott auch. They take all those your movie and according to this, they send you message what you can learn. Die nehmen jetzt all diese Filme, ja, die du tagsüber aufgebaut hast, und die versuchen, die so umzuwandeln, um dir eine Botschaft zu bringen. That's what we learn. Das ist das, was wir lernen. When we are sleeping. Wenn wir schlafen. Yes. Is it something Schule, a school? Das ist etwas in der Schule. A school, yeah, school. And then what you learn?
und was du, ja, ich versuch, okay. And then what you learn in school. Und das, was du in der Schule lernst. And then what you give examination. Und das, was du als Test dann abgibst. That's what we learn. Das ist das, was wir lernen. Okay. Ja. Who else? Noch jemand? Koi hamare apne bhai hain, wo bhi sawal kar le. They can ask, Razak sahab, aapka koi sawal, please. Give this India-Pakistaner auch eine Chance. Ja. Okay. Bitte? Who is this? Shahzad. Ah, Shahzad? Anji. Sir, wo puchna to baat pe hai ya sheesh ka test exam hai. Wo iski mash ko jo hai uski to kitne naam ko na Shahzad sahab, aaj farishton ne aapki ye baat band kar di. Internet is free. To wo awaaz pata nahi kya ho gaya. And you should write in the chat. Aha, wo wo chat pe aap likhte hain apna sawal urdu mein hi to main jawab deta hu on english or english aaj aaj mera koi sawal nahi hai. Okay, he is a perfect, he say my question, I don't have any more questions. I have couple of questions. He reaches destination, you know. Hat schon seine Bestimmung erreicht. Haan ji, Sayed sahab, please. Sayed hat ji. Yes. Yeah, yeah. Thank you very much. I really enjoyed the meeting. First time I was, last time I was here, I was just, I kept quiet and I was just listening. Okay. And today I try to participate a little bit. So first of all, I really, really appreciate your time and the effort you're taking, explaining everything. Thank you. I have a question. When people, I heard a little bit about, I think I spoke to you about it a little bit before, but I'm not 100% sure. Mm-hmm. I was not exactly sure. So I asked that question again. Mm-hmm. When people die, when we die, can you try to visualize that, explain it, like what happened when we die, and then where we go, where our soul go? Okay. How long it takes to basically to examine and then reach the final destination. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Please, Sayed sahab, aap to bade nazdeek hain dil ke. Acha. Okay. Er hat erstmal Herr Khan sehr gelobt und gesagt, danke schön, dass du so viel Zeit für uns gibst, und er ist sehr fasziniert und findet den Vortrag sehr schön und dass er auch uns so viel Zeit gibt, und er hat gefragt, Was passiert, wenn wir sterben? Wie sieht es da aus? Was für einen Prozess durchgeht der Geist? Wie wird er sich dem Allen bewusst und so weiter und so fort? Okay. Sleeping is a one deep sleep. Schlafen ist wie ein tiefer Schlaf. Oder Dead. Der Tod ist wie ein tiefer Schlaf. Mostly when we are tired. Meistens, wenn wir müde sind. We love to sleep. Dann lieben wir es zu schlafen. But when the sleep of death is coming, aber wenn der Schlaf des Todes über uns kommt, we get panic. Dann bekommen wir Panik. We don't want to sleep. Dann wollen wir gar nicht mehr schlafen. This pressure of death, dieser Druck des Todes, der dann auf uns ist, make you awareness that this sleep gonna take you someplace else. Der macht dir dann bewusst, dass dieser Schlaf dich irgendwo anders mit hinnimmt. Du wachst nicht mehr in deinem Bett auf. Doesn't matter how tired you are. Egal wie müde du bist, this sleep put a one pressure over you. Macht solch einen Druck auf dich, that you want to wake up. Dass du aufwachen möchtest, also wirklich ein physischer Druck. Yes, burden on your body. Ja, macht eine Last auf deinen Körper. If speed become high speed. Und es ist jetzt so, wenn wir eine hohe Geschwindigkeit erreichen, gefühlt oder so. Yes. For example. Zum Beispiel. If you are in the plane and somebody throw you out from the window. Das ist wie, als wenn ihr in einem Flugzeug seid und dann wirft euch jemand aus dem Flugzeug raus, aus dem Fliegenden. And this speed, the full speed, you are coming to Earth. Und mit der Geschwindigkeit des Flugzeuges
prallt jetzt auch auf die Erde. It means that is now coming to your body. Und so wisst ihr dann auch, dass der Tod jetzt euren Körper ergreift. This is a death process. Das ist der Todesprozess. Doesn't matter if you are sick, you have an accident. Egal, ob ihr krank seid, ob ihr einen Unfall habt. This is a process of death. Das ist der Todesprozess in all diesen Fällen. More pressure comes to you. Und dann, während ihr sterbt, kommt immer mehr Druck. You feel like a voice is coming from light year far away. Dann hört ihr auf einmal Stimmen, aber die so weit, die Lichtjahre weit weg sind, so hört ihr das. Now, angels want to take your spirit out. Und jetzt wollen die Engel euren Geist rausnehmen. But your spirit is packed in the body like a gas cylinder. Aber euer Geist ist im Körper wie in einem Gaszylinder. Also der Körper ist das Metall vom Gaszylinder, der Geist ist Gas. So let's take a two cylinder. Lassen wir jetzt zwei Zylinder nehmen. One have a gas, one is empty. Einer hat Gas in sich, der andere ist leer. And you put check it out their weight. Und jetzt überprüfst du ihr Gewicht. They both gonna be have the same weight. Die werden beide dasselbe Gewicht haben. Because gas have no spirit. Weil gas have no weight. Weil Gas kein Gewicht hat. Now angels want to give speed. Und jetzt möchten die Engel unseren Geist Geschwindigkeit geben oder mit Geschwindigkeit rausdrücken. Now your spirit coming out from your body. Und dein Geist verlässt den Körper, kommt raus. Like when you shoot with gun. Das ist wie als wenn ihr mit einer Waffe schießt. Then this against this. The bullet and the shell. Shell fell back. Bullet shell. Yes. Also das ist wie, wenn ihr schießt und dann kommt einmal die Kugel raus und die Hülse fliegt nach hinten. And your spirit is coming out. Und euer Geist kommt dann so raus, wird rausgeschossen. So there are three processes in this moment. Und es gibt drei Prozesse in diesem Moment. If you are material world, also, you are attached with material world. Also es gibt drei Fälle. Ihr seid entweder mit der materiellen Welt verhaftet, also ihr haftet an ihr, jetzt nennt man verhaftet. Okay. And you were living in the worry of the worldly thing. Und ihr habt in der Sorge dieser weltlichen Dinge gelebt. Then that is a painful process for you. Dann ist der Tod ein sehr schmerzhafter Prozess für euch. Yes? Ja. But if, let's say, you are doing the purpose of life. Aber lass uns mal annehmen, ihr unternehmt den Zweck des Lebens, den Sinn des Lebens. To come to know God and to live with God. Gott kennenzulernen und mit Gott zusammenzuleben. You will not feel panic and fear. Da werdet ihr keine Panik und auch keine Angst haben. And you feel light. Und ihr fühlt euch dann ganz leicht. And you will feel far away. Und ihr werdet von ganz weit weg sehen. That light is calling to take you in arm. Dass das Licht euch ruft, um euch zu umarmen. This is the second process of death. Das ist der zweite Prozess des Todes. And who really was in the deep in love with God. Und der zweite Fall. Wer aber wirklich tief in Liebe mit Gott war. I can give you an example for me. Ich kann mich da als Beispiel heranziehen. I have every night I die. Jede Nacht sterbe ich so zu sehen. So because so I leave my body every night. Weil ich meinen Körper jede Nacht verlasse. So when I die, such a person like me. Das heißt, wenn solch eine Person wie ich sterbe, my one feet gonna be on earth. Dann wird mein eines Bein noch auf Erden sein. My second feet gonna be in heaven. Aber mein zweites Bein wird schon im Himmel sein. This is the most beautiful death. Und das ist der allerschönste Tod. There is no judgment. Es gibt dann, ich werde nicht gerichtet, also man wird nicht gerichtet. But two processes of spirit gonna be judged in spiritual life. Aber diese zwei anderen Fälle dieser Geistlichen, der materiell Verhaftete und der nachgesucht hat, die werden beide gerichtet im geistigen Leben. Yeah. And nobody knows where you will go. Und niemand weiß dann, wo du enden wirst. Ja. Sag jetzt ab, Job mil gaya? Handi, takriban mil gaya. Mein sirf, the last part of the question was, once you reach there, I mean, I'm not talking about the last destination. Yeah, once you reach in a transit area,
then how long it takes and what's the process there? That was okay. My second part of it. If you were the evil person. Thank you. Wenn du jetzt eine böse Person warst. You liked diese dimension magnet you in the evil dimension. Dann zieht dich diese Dimension, die böse Dimension auch an magnetisch. So you are learning automatically. Even you want to move other side, it's not possible. Selbst wenn du versuchst, dich wegzubewegen von dieser magnetischen, auf eine andere Seite zu bewegen, wird das nicht klappen. This, if you are evil, wenn du böse bist, that this evil world is magnitude. Dann zieht dich auch diese böse Welt an, diese böse Dimension. And you are there. Und dann bist du auch dort. There you have a judgment. Your spirit is naked. Und dort wirst du gerichtet werden und dein Geist ist dann nackt. 3 to 11 days. 3 to 11 days. Like a child, so long he is in the tube. Es ist ein Prozess von 3 to 11 days, wie bei einem Kind, was noch im Mutterbauch ist. In the, what do you call it? In the tube of water. Wenn ihr noch im Fruchtwasser seid. The moment this water of tube is destroying, child come out. In dem Moment, in dem die Fruchtblase platzt, werdet ihr frei. Child come out in this. Und in diesem Moment kommt ja das Kind raus, ja? Same way when this tube water is 3 to 11 days is explode. Und das auf gleiche Weise, wenn die Fruchtblase in diesen 3 to 11 days dann platzt für den Geist, then your contact of this earthly life is finished. Dann ist der Kontakt mit diesem irdischen Leben komplett vorbei. Then you are in spiritual. Dann bist du komplett in der geistigen Welt. And in this 3 to 11 days, und in diesen 3 to 11 days, they're gonna judge you. Werden sie dich richten. And the clothes they will give you, und die Kleidung, die sie dir dann geben, if you are evil, then you will get dark clothes. Kommt drauf an, wie ihr war. Wenn ihr böse seid, dann werdet ihr dunkle Kleidung bekommen. And this will be on your spirit like a skin and bone. Und diese Kleidung wird mit eurem Geist wie mit Haut und Knochen verbunden sein. So, this is a dark people and they will enter in dark dimension. Das sind also die dunklen Menschen dort, die diese dunklen Dimensionen betreten, die Bösen. So if you go middle dimension, das heißt, wenn ihr in die mittlere Dimension geht, and in your you have a brown spirit, und euer Geist braun ist, then it's telling you are the worldly people. Dann zeigt es, dass ihr sehr weltliche Menschen seid. And there, this process, they will send you this dimension, the way your spirit look like. Und dort werden sie euch dann in die Dimension schicken, wie euer Geist dann auch aussieht. But if you have a light of God, aber wenn ihr das Licht Gottes habt, then angel not gonna judge you. Dann werden euch die Engel auch nicht richten. And even they judge you, und selbst wenn sie euch richten, they gonna bring you this dimension where you belong to. Dann werden sie euch in die Dimension bringen, wo ihr hingehört. Also wenn ihr Licht habt, dann werden sie euch auch in eine Lichtdimension schicken. But if you have a three light of God, aber wenn ihr diese 3 Lichtarten Gottes habt, nobody can judge you in universe. Kann rein gar niemand im ganzen Universum, egal innerlich oder äußerlich, richten. Even God cannot judge you. Nicht mal Gott kann euch dann richten. Only God take you in arm. Gott ist dann nur der euch umarmt. Is only the one who embraces you. Yes. So yes, ma'am, is okay? Beautiful, beautifully explained. Thank you, sir. Er sagt wunderschön, danke. Moses, achtest du auf den Chat? Ja, da wollte ich gerade zu kommen. Aber eine Sache nach dem anderen. So, we come straight to German. Nee, da ist doch der geschrieben. Ah, okay. He has written his what is the significance question of cobra in spiritualism? Because Hindu religion, many people show cobra. Should I read? Yeah. What is the significance of cobra in spiritualism? Because in Hindu religion, many pigs show cobra with Bhagwan. Okay. Kannst du Deutsch? Also, er fragt, was ist die Bedeutung
oder die geistige Bedeutung einer Kobraschlange, weil in vielen Hindu-Bildern, vielen Hindu-Bildern, der Bhagwan immer mit einer Kobra gezeigt wird. Okay. God talking about snake. Gott spricht über die Schlange. That identity of Lucifer, even when he was a morning star. Auch in der, als Lucifer noch der Morgenstern genannt wurde. His identity and his character was like a snake. War seine Identität und sein Charakter schon wie eine Schlange von Lucifer. Snake mean clever. Schlange bedeutet hier clever, also schlau. Tricky clever. Also trickreich clever in diesem Fall. Snake mean what snake a tongue is spilled into. Und Schlange bedeutet auch, die, die Zunge von der Schlange ist ja gespalten. What he say, what he believe or what he say, they are two different things. Dass das, was er sagt, aber was er selber glaubt, zwei unterschiedliche Sachen sind. So snake in the identity of God. Das heißt, die Schlange in der Identität Gottes ist. Is mostly end up in knowledge dimension. Sind meistens die, die einfach nur in den Dimensionen des Wissens landen. But this knowledge many times can bring you downfall. Aber dieses Wissen kann euch viele Male zum Untergang führen. Instead to take up. Anstatt euch nach oben mitzunehmen in die höheren Dimensionen. And this happened to Lucifer. Und das, genau das ist mit Lucifer passiert. So Hinduism, when they show the cobra, das, im Hinduismus, wenn also die Kobra gezeigt wird, they have knowledge and knowledge. Dann steht das für, dass sie Wissen und mehr Wissen haben. Hinduism. Im Hinduismus. But they have no destination. Aber sie haben keine Bestimmung. Ilam or ilam hai, lekin manzil koi nahi hai. Knowledge and knowledge, aber no destination. Die haben Wissen und noch mehr Wissen, aber keine Bestimmung. Und the rest of story I can tell you in WhatsApp. Und den Rest der Geschichte kann ich auf WhatsApp erklären, ja? Okay, darf ich so. Okay. So. Hat noch jemand Fragen? Ich würde gerne was fragen. Ja. Patricia? Ah, Patricia. She comes. She was silent. Und zwar wüsste ich gerne, inwieweit, ja, inwieweit ist das geplant, wie wir uns familiär auf der Erde dann zusammensetzen? Also wie weit ist das Geistwesen zu den Eltern, die ja schon auf der Erde sind, wie weit ist das geplant? Ich habe die Geschichte von Jesus gehört mit Maria und sie konnte ja nur, Jesus ist ja auf die Erde gekommen, weil sie mit Zacharias zusammen ein Kind bekommen hat. Ja. Wenn sie es jetzt mit Josef bekommen hätte, wäre es ja nicht Jesus geworden. Ja, der Geistwesen von Jesus wäre nicht reingekommen. Ja, genau. Wie hängt das zusammen, wenn ich jetzt so überlege, mit meinen eigenen Kindern, inwieweit ist es ja geplant, gedacht, dass die eben in diese Familie kommen oder wie ist es zu, als meine Aufgabe zu verstehen, als Mutter, welche Aufgabe habe ich in Bezug auf die Kinder? Mm-hmm. She was asking because of the story, for example, of Jesus. Jesus was born from Maria because Mary followed the instruction of God, and through that Messiah could be born. And she is asking, in how far is this predestined? That in or in what kind of way do we have connection to our children or spiritual connection, and what should she as a mother do, and what kind of obligations does she have as mother to her children? And she is asking if this is because Mary did something spiritual and then she could get Jesus. Is this also for her? Okay. Does this also happen to normal people? Don't forget. Vergiss bitte nicht. When we come to Earth. Wenn wir auf Erden kommen. We bring our own growth too.
dann bringen wir auch unser eigenes Wachstum mit. Brauchst du Pause? Nee, ich habe gerade versprochen. Nee, ich kann das schon. Okay. We bring our own growth. Wir bringen unser eigenes Wachstum mit. If you carefully watch your children. Wenn du deine... Okay, vielleicht mach doch mal. Wenn du deine Kinder gut beobachtest. Lauter. Okay. When you watch very careful your children. Also wenn du deine Kinder sehr gut beobachtest. You see that each of your child. Dann siehst du, wie jedes von deinen Kindern. They was living in one dimension. Dass sie schon vorher in verschiedenen Dimensionen gelebt haben. And they bring their own growth here on earth. Und sie bringen auch ihre eigene Entwicklung mit hier auf die Erde. Now these children are born through you. Nun sind die Kinder hier auf der Erde durch dich gekommen, also durch dich geboren worden. So one thing is they have their own growth which belongs to spiritual world. Einmal ist, sie haben ja ihr eigenes Wachstum, was zu der geistigen Welt gehört. Second growth is not a predestination. Was heißt das? Predestination. Vorherbestimmung. Yes. Achso, das zweite ist, dass sie ein Wachstum haben, was aber nicht vorherbestimmt ist. Ist das richtig? Yes. Yeah. You have a possibility by God. Du hast die Möglichkeit durch Gott. You can change in your growth energy. Dass du alles in deiner Entwicklung verändern kannst. God giving this possibility to everyone. Gott gibt ja jedem diese Möglichkeit. Only problem is here. Nur ist hier dieses Problem. That this we are living in the world, confusion world. Dass wir in einer Welt leben, die sehr durcheinander ist. If we would have lived in the world of God. Wenn wir in der Welt Gottes wirklich leben würden, jetzt schon. Then guidance was there and very quick we found our destination. Dann hätten wir Führung und würden sehr schnell unsere Bestimmung finden. So when the Jesus was born. Als Jesus geboren wurde. Maria saw some dream. Hat Maria einen Traum gesehen? Maria saw some dream. Ach so, hat sie einige Träume gesehen? Joseph saw some dream. Josef hat auch einige Träume gesehen. And King Herodas that time. Und auch der König Herodes hat auch Träume gesehen. So this all dream was according to their spiritual growth. Aber die Träume waren so, wie sie selber ihre geistige Entwicklung hatten. But if you don't understand the meaning of spiritual dreams. Wenn du aber die Bedeutung nicht weißt von geistigen Träumen, die dir helfen sollen, then it is very difficult to help the child. Dann ist es natürlich sehr schwierig, den Kindern hier zu helfen. That's why I'm saying you again and again. Deshalb sage ich euch immer wieder und wieder. Bring your children close to God. Deshalb bringt eure Kinder ganz nah an Gott heran. Bring yourself to God. Und bringt euch selber ganz zu Gott. So your children. Damit eure Kinder. Can receive the guidance. Damit eure Kinder diese Führung erhalten können. In the future world this will be easy. Und in der Zukunft wird das auch sehr einfach sein. Because environment will change. Weil diese Umgebung wird sich komplett ändern. So nobody has predestination. Nochmal. Niemand ist vorherbestimmt. Also niemand ist vorherbestimmt. You can change many things on earth. Du kannst vieles hier auf Erden ändern. About your spiritual growth. Für deine geistige Entwicklung. Yes. Okay. I hope you understood. Ich hoffe, du hast das verstanden. Ja. Okay. Ja. Okay, bitte schön. Ich habe auch noch eine Frage. Ich wollte asken, ne? Question. Ja, das war Patricia. Ja, okay, okay. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Kann man auch dazu sagen, also wenn Geistwesen von den Engeln bestimmt wird, in welche Familie man kommt, dann ist man zwar körperlich mit dieser Familie verwandt, weil man ja diesen gleichen Körper hat, aber geistig hat man unter Umständen, wie schon vorher gesagt, jeder hat seine eigene Entwicklung, die er mit reinbringt, Wachstum, gar keine Verwandtschaft
überhaupt keine Verwandtschaft geistig. Okay. Deswegen gibt es ja auch Unterschiede innerhalb der Familie und dass dann oft kein Zusammenhalt ist und so weiter. Und was ist die Frage jetzt? Ja, dass es oft zu Verschiedenheit kommt in der Familie. Und das wollte ich. Ist das der Grund, weil jeder ein anderes Wachstum hat, ein anderes Geistwesen, ja, aber körperlich ist man zwar verwandt, aber ansonsten völlig verschieden sein kann? She is asking, is the reason, because we come from different spiritual places, is that the reason why sometimes or often in family we are so different from each other that we can't come out with each other? And that we can't be together. Is that the reason because we are from completely different spiritual places? That's right. Let's say you have five children. Lass uns mal annehmen, du hast fünf Kinder, ja? These five children coming from five different dimensions. Aber diese fünf Kinder kommen von fünf verschiedenen Dimensionen. And they develop their own character, own personality. Und die bilden ihren eigenen Charakter und ihre eigene Personalität. And now five different children coming from five different dimensions are inside of your family. Und jetzt kommen diese fünf verschiedenen Kinder, die von fünf verschiedenen Dimensionen sind, die sind jetzt in deiner Familie, ja, zusammen. So there are many personalities coming together. Das heißt, viele verschiedene Persönlichkeiten kommen hier zusammen. So of course, you're not going to be in harmony. Und natürlich wirst du dann nicht in Harmonie sein. But if you grow spiritually, aber wenn du geistig wächst, you can find the bridges for harmony. Dann kannst du die Brücke der Harmonie finden, ne? But if you are busy in material world, aber wenn du mit der materiellen Welt beschäftigt bist, then problem gonna become more and more. Dann werden die Probleme mehr und mehr. Why? Warum? Because real purpose of life is to be in love with God. Weil der wahre Sinn des Lebens ist, in Liebe mit Gott zu sein. Then if five children are in love with God, das heißt, wenn diese fünf Geschwister in Liebe mit Gott sind zusammen, they will find always many quality. Dann werden sie immer viele verschiedene Qualitäten finden. Because love forgive you. Ineinander, weil Liebe vergibt. Love forgive you. Liebe vergibt. Love have a compassion. Und Liebe hat Mitleid. Yeah. Love is not a holding some kind of hate. Und Liebe hält nicht irgendeine Art von Hass. Love is silence. Liebe ist still. Love sacrifice for other. Und Liebe opfert sich für andere. So all this quality of love can create a beautiful family. Das heißt, all diese Qualitäten der Liebe kann dann eine wunderschöne Familie schaffen. And this is connected with purpose of life. Und das ist verbunden mit dem Sinn des Lebens. Why we have many problems in this world? Warum haben wir viele Probleme in dieser Welt? Five or ten children is one family. Fünf oder zehn Kinder sind in einer Familie. And they all are running marathon of material goals. Und die alle rennen dann diesen Marathon dieser materiellen Welt hinterher. So something is not there in this family, in this house. Das heißt, es fehlt aber etwas in dieser Familie und in diesem Haus. Bring them together. Um sie alle zusammenzubringen, da sie aus verschiedenen Bereichen kommen. And bring together is the spirituality. Und um sie zusammenzubringen, das ist die Spiritualität. Not a religion. Keine Religion. Not a philosophy. Keine Philosophie. Spirituality. Spiritualität. And one step, if you go further. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst. Spirit mean. Dann heißt Geist. No, spirituality mean. Dann bedeutet Spiritualität. You are holding the hand of God, which is the creator of our love. Dann hältst du die Hand Gottes, der der Schaffer unserer Liebe ist. Their life and love meet in one point. Dort begegnen sich das Leben und die Liebe in einem Punkt. So that's the way working. So funktioniert das, ja? Okay. 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 Eine kleine Nachfragezeit. Sollen wir Mitleid haben oder sollen wir Mitgefühl haben? Mitleid bedeutet, wir leiden mit. Und schwächen uns damit selber?
oder sollen wir mitfühlen? Deutsche Sprache ist so schön. Ja, das ist aber nur ein deutsches Ding. 40 Jahre, der das teufellos erklärt. Ja, also in German we have we don't have the, we have three forms of the, der, die, das. And this is so hard for him. Die, okay. Der, das, teufellos. Ja. Okay, what is the compassion? So in German we say Mitleid, and it consists of the words with and suffer. Yeah. And when we combine those words, we say Mitleid. And he is saying we also have this word Mitgefühl, with feeling. And when we combine it, we have Mitgefühl. Oh, yeah. And so he said, should we suffer or should we feel with someone? Mm. And but this is a German. This is, you can make this out of German words. So. Mm. Okay. And he's saying, do we have to have mit with suffer or with feeling? Yes. This distinction. Compassion is that you feel for some person. Also Mitgefühl ist, dass du mit einer Person fühlst. Das ist beides das gleiche Wort, Mitleid, Mitgefühl, ja. But other word was. Mit Leid, mit yes. Gefühl. Yes. Er wollte auf Mitgefühl plädieren. Yes. And mit Leid, actually. Mit Leid. Yes. Ja. Mit Leid and Mitgefühl. Yes. Ja. Okay. There are two type of compassion. Okay, es gibt zwei Arten von Mitgefühl. What you asking? Mit Leid, Mitgefühl. If you have feeling for somebody. Wenn du für jemanden Gefühle hast. For example, I give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel, ja? You saw somebody sitting on the road naked, hunger. Zum Beispiel sitzt ihr auf der Straße und jemand sitzt auf der Straße und er hat Hunger und Durst. You feel compassion. Dann habt Mitleid oder Mitgefühl? Mitleid. Mitgefühl, würde ich sagen. Ne? Mitleid. Dann habt ihr Mitleid mit you feel suffering. Ah, so this person is suffering, that's why you say Mitleid. With okay. Suffering. Yes, and you feel this thing. Also, und deswegen habt ihr Mitleid, weil diese Person leidet. Ja? But if you say no, I help this man to have a place for sleep, I should give him food, and I should help him. This is a compassion with feeling it. Und wenn ihr aber wenn ihr jemanden dann eine Unterkunft geben wollt, etwas Positives für ihn wollt, dann nennt ihr das Mitgefühl. When you have feeling for someone and do it in a positive way, then you call it Mitgefühl, with feeling. Yes. So many times compassion is, you just saw a person and you say, look at this poor man, yes? Ja, oftmals habt ihr dann Mitleid mit jemandem, wenn ihr... seht, dass er in einer sehr miserablen Situation ist. And you say, oh, poor people. Und dann sagt ihr, ah, arme Leute. But when you do something for this person, aber wenn ihr etwas für die Person tut, give him blanket, ihn eine Decke gebt, give him food, ihm Essen gebt, then this is the other quality. Dann ist das eine andere Qualität. Yes? This is different. Das ist der Unterschied, ja? Okay, wir lassen es mal so stehen. Ja. <Yeah. lacht> Lassen. Yeah. Yeah. We leave it be. Leave it like this. Hartmut, lass uns mal ein bisschen Mitgefühl mit Zeit haben, ne? Mit den Sprachkenntnissen von Zeit, ein bisschen Mitgefühl. Yes. Und vor allen Dingen das aus Deutsch und Englisch hin und her zu übersetzen. Ne? Wo gerne, sunne die ab, gerne Rehm kya hota hai, aur Rehm se aage Rehm ka, bata rahe. Ek Rehm hota hai, aap kisi ko dekhe, aap guzar jaye. Ek Rehm वो जो मंजिल पे पहुंचाता है कि आप उसकी जो मुसीबत है उसको दूर कर दें ये है दूसरी aber wenn man es dann so sieht, wenn wir was ändern wollen in der Welt, dann müssten wir ja alle Mitgefühl haben. Richtig. Damit wir wirklich was tun dagegen, oder? She said, when yeah. we really want to change something in this world, then we have to have compassion in the way of feeling in a positive way, Mitgefühl. Because we want to change it. We want to change the things to the positive. So she's a prophet in woman. She is the prophet. She is eine Frau. Sie ist eine Prophetin.
One is coming, Alison from South Africa. Alison aus Südafrika ist auch eine Prophetin. There gonna be many women prophet in future. Es wird viele weibliche Propheten in der Zukunft. Anyway, this world belongs to women now. Yes. So, mit Leid, mit Gefühl, Meister Frauen kann schnell entwickeln kann. Mit Leid und mit Gefühl können Frauen meistens entwickeln. Schnell entwickeln kann. Wait, I have to translate. Compassion with feeling and compassion with suffering. Women have both qualities and they can... They can grow more quicker. Yeah, in this case. Yeah, okay. Yes. So the new world is where we will find the peace is belong to women. Das heißt, in der Zukunft, dort wo wir den Frieden finden werden, das wird zu den Frauen gehören. And men must be kicked out because, wie kann man sagen, there are genug Scheißer gebaut. And he said, we have to kick out men because they did enough shit. Yeah, they messed up. They messed up. Sie haben zu viele Fehlschläge hingelegt, die Männer. The man world make a lot of shit. You can say like. Die Männerwelt hat viel Scheiße gemacht. Manche Ausdrücke, du musst sagen Scheiße, denn du fühlst Harmonie oder Frieden in deinem Herz. So tut mir leid für diese falsche Ausdruck. Yeah. For some expressions, you have to say shit, yeah. Because otherwise you can't really. You cannot bring out this expression, and you saw when you say many bad words to somebody, your system become clear. You know? Und manchmal ist es ja auch so, wenn ihr viele schlechte Worte zu jemandem sagt, dann leert sich euer System, ihr sagt, weil ihr das sagt, was ihr fühlt. Dekhle, Atav sahab, aap jab galiyan nikalte hain, to andar sab kuch saaf ho jata hai. Thandak pad jati hai. Und danach mit Leid haben. I tell you one thing. Ich sag euch eine Sache. Many times I say many bad words. Viele Male habe ich viele schlechte Worte gesagt. To my prophethood life. In meinem Prophetenleben. And every night God was saying to me, this is not good. Und jede Nacht sagte Gott zu mir, das ist nicht gut. I understood, yeah. Und ich habe das auch verstanden. But when I was saying bad words, aber als ich schlimme Worte sagte, I felt good inside it. Oder böse Worte, yes. Da habe ich mich dann gut in drin gefühlt. Yes, because my system, what I was feeling angry, it came out. Weil das, was ich in mir in Wut anstaute oder sauer anstaute, das konnte ich dann rausbekommen. So this also can be therapy. Das kann also auch eine Therapie sein. For example, let's say partnership, you gotta fight. Zum Beispiel, wenn ihr in eurer Partnerschaft einen Kampf habt. Let's say Arthur and Alison gotta fight. Zum Beispiel, haben Arthur und Alison einen Ehestreit. For example, she should go other room. Dann soll sie in einen anderen Raum gehen. Close the door. Die Tür abschließen. And she should say, you son of a... And whatever she can say, she should bring out. Yeah? Und was auch immer sie sagen kann, soll sie dann ausdrücken. And before you say bad word, you should keep other picture in your head, you know. Und bevor du das von Atta in deinen Händen halten. And everything that you dub, your son of a. And whatever you can say, bring out everything. Und sag alles, was du ausdrücken kannst. And then come out silently. Aber dann komm wieder raus, still. Say, oh, Arthur, I love you. Und sag, oh Arthur, ich liebe dich. In seinem Gesicht. And I forgive you. Und ich vergebe dir. To clean your soul. It, yeah. It's pretty impossible. It's pretty impossible thing to do at the same time. Ja, das ist gut Therapie. Es ist eine gute Therapie. Er sagt, es ist exactly. Close the door. Every bad word what you know as a knowledge, yes. Bring out actually. Schließ die Tür und sag alle schlechten Worte, die du kennst. Yes, when you come out, you're gonna feel you're feeling lightly. Und wenn du rauskommst, yes. Dann bist du erleichtert. Right? So that's the way it works actually. Und so funktioniert das. Yes. Okay. Compassion and?
compassion and feeling. Yes. Compassion and compassion, basically. Basically. Okay. Sanna? Ja. Du hast das auch gemacht, oder? Sei. Huh? You also did this. He said, did you also do this? I do every day. Ich mache das jeden Tag, ja? Every day. Jeden Tag. When my member make me angry, wenn meine Mitglieder mich sauer machen, you don't know how many bad words coming at you. Dann wirst du nicht, wie viele Stimmen du hast. I don't have any masks. Ich habe keine Masken. Ja? I should tell what I feel, actually. Ich sollte auch sagen, was ich fühle. And when you feeling something and you don't care. Aber zum Beispiel, wenn ihr euch irgendein Gefühl sich in euch anstaut, ihr sagt es aber nicht. What do you mean? Was heißt das? You have many masks. Dann heißt es, dass du viele Masken auf. So when you are angry, you show your angerness. Das heißt, wenn du wütend bist, dann zeigst du auch deine Wut. When you are angry and then you say, oh, keep your love, that means you are not telling your true face. Das heißt, you're hypocrite. You're a hypocrite in that case. Yeah. Yes, you're a hypocrite. You're a hypocrite, yeah. Wenn ihr also eure Wut sich anschaut, ihr sagt es aber nicht, dann habt ihr Masken auf. Und Sai sagt, das, dann seid ihr ein Hypokritiker, jemand, der kommt aus, jemand, der die Religion abschafft. Only in the world of God we're not going to have different masks. Ungläubig. Nur in der Welt Gottes haben wir gar keine Masken mehr auf. Because every house, weil jedes Haus, God's love will be present. Gottes Liebe gegenwärtig sein. So we will not have this aggressive and negative energy. Dann werden wir nicht diese aggressive und negative Energie haben. And these evil people will be not here. Und diese bösen Menschen werden dann nicht mehr hier sein. That's why God's saying. Deswegen hat Gott auch gesagt, when my world will come, wenn meine Welt kommen wird, before my world come, bevor meine Welt kommen wird, evil world will pass, wird diese böse Welt von uns weichen. You see that? Seht ihr das? Evil world gonna pass first. Die böse Welt wird zuerst weggehen, wegsterben. And when evil world will be not here, und wenn die schlechte Welt nicht mehr da sein wird, then negativity will be not there, dann wird die Negativität nicht mehr hier sein, then world will be positive. Und dann wird die Welt auch positiv sein. And second step will be purpose of life with God. Und der zweite Schritt kann sein, sake of God zu kennen. So I speak English und ich spreche Deutsch. Ja, okay. Gott sei Dank. Ja, okay. Alles klar. I have a question. Because yesterday I was meeting a woman and I want to give her the explanation about the soul. As you said already before, I said this, but you said also one time that soul has also another expression, which you mentioned in wahre Momente, in true moments with God. But yeah, that's somehow more complicated. So I wanted to ask you how should I explain this? I can translate. He is a very peaceful man. Yesterday he was beating one woman. He was beating one woman, and he was feeling he had to beat her more. Actually, yeah. Er hat nur Spaß gemacht. He made a joke. Should I give explanation? Yeah. Ich meine, his question. He said yesterday he was meeting one woman. Meeting one woman. I thought beating one woman. And he said he was explaining what Mr. Khan was explaining about the soul to this woman. Yeah. But he can remember at one other time, he gave one other explanation about the soul, about one other aspect of the soul that is written down in true moments with God. Could you also give this other explanation of the soul, please? Ja, er hat, Sander hat gefragt, er hat mit einer Frau geredet, die Frau, er hat alles. Er hat das, was Papa erklärt, was Herr Kahn erklärt hat über die Seele, hat er wiedergegeben. Aber Herr Kahn hat einmal eine Erklärung über die Seele gegeben,
in wahre Momente über einen anderen Aspekt der Seele. Okay. Ja, und den soll er bitte nochmal wiedergeben. In our books, actually, there are many mistakes. In unserem Buch gibt es viele Fehler, ja? This we have to say. And we are still correcting. Es gibt viele Rechtschreibfehler und Ausdrucksfehler und so weiter, und die müssen wir korrigieren, ja? This mistake is not happening from me. Dieser Fehler kommt nicht von meiner Seite. It comes when you translate this book. Sondern wenn du das übersetzt, ja? So again. Also nochmal. One more time. Soul and spirit are two different things. Seele und Geist sind zwei unterschiedliche Sachen. And people sometimes mix it. Und manchmal vermischen es die Leute, ja? And this confusion is coming mostly in German and English. Und diese Verwirrung kommt meistens im Deutschen und im Englischen, ja? Spirit is one form which we will see each other in spiritual world. Der Geist ist die Form, mit der wir uns gegenseitig im geistigen Leben sehen werden. And Seele or Soul is the spark which is coming from God. Und die Seele, das ist dieser Funken, der von Gott kommt, der uns am Leben erhält. And if there is something more, you can write me WhatsApp. Und wenn es noch etwas mehr gibt, bitte schreib mir das auf WhatsApp. Das okay. Okay, ja, okay. Er sagt, er wird es tun. Alles klar. I think you don't have any more questions. Also? Ich glaube nicht, dass ihr noch Fragen habt, oder? Ja. Yeah. Doch, ich habe noch. Can I ask? Oh, okay. Erst Wolfgang und dann. Wolfgang und dann you can ask. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Nur was anderes jetzt. Ich bin ja gerade bei der Synchronisation der ganzen Videos und bei Nummer 7 bin ich jetzt mittendrin. Und da sprachst du, dass Mohammed sagte: Ich kenne noch nicht einmal meine eigene Bestimmung in der geistigen Welt. Und ich wäre jetzt sehr dankbar, wenn ich eine Quelle hätte, wo ich das zitieren kann. Vielleicht kann mir das Moses dann geben oder du. Ach so, this is something about these videos. This has nothing to do now or for everybody. Das sage ich Moses. Okay. Das, ich frage Moses gleich okay. Und dann kann er dir das schreiben, Wolfgang. Ja? Okay. Yeah. Dann, yes, that's no problem. Yeah? Yeah. Okay. Okay, then who was... Yes, I have a question. Actually, not a question. It's more like a concern. It was a very good discussion today, and you mentioned about the anger, which is a big, huge, humongous problem in humanity. Yes. And a lot of problems are created just because of anger. And I mean, sometimes nations are involved. Just because of the personal issues with the presidents and, you know, sometimes it becomes so personal, yes. The entire nations and countries and continents suffer because of that anger. I would request you, sir, if you can give a lecture on it or, create a video. Yeah, okay. That how we can control our anger. Yes. And okay. How easy it is. So okay. People can benefit from it. Okay, I will give you this detailed video, but thank you not asking me questions. You comfort my heart. Also er hat jetzt eigentlich gesagt, Dankeschön für dieses gute Gespräch und Erklärungen. Und er hat Said gefragt, ob er nicht ein Video dazu machen könnte, wie wir Menschen mit unserer Wut umgehen können, wie und halt, ja, diese Wut, wo es auch dann hinzuführt, dass viele, viele Konflikte in dieser Welt sind und wie man das eigentlich lösen kann. Und er hat ihn gefragt, dass er ein Video dazu machen kann. I will give you in this video 3 explanations, how God see, how angels see, how human beings see. Und Said wird ein Video machen, wo 3 Teile drin sind. Einmal wie die Engel es sehen, wie Gott es sieht und wie Menschen. Und wie Menschen es sehen. So, then you can take the best, what you wanna take out. Und dann kann man sich das Beste, was man aus diesem Video rausnehmen möchte, sich rausnehmen. Yeah. Yeah. Thank you. Thank yes. you very much. Yes. Okay.
So, wenn jetzt keiner mehr Fragen hat, ich glaube, dann würde... Moment. Okay, letzte Frage, aber eine technische Frage. Ganz kurz, ist das Paket schon unterwegs mit den Büchern? Das Paket ist schon unterwegs, ja. Ja, ich habe es noch nicht angekommen. Ja, manchmal aber dauert das mit den Büchern länger. Okay. Wenn so ein Ende dazwischen ist, sowieso. Ja. Also, okay, alles klar, okay, danke. Let me pray, please. Lasst mich bitte beten. Willst du? Oder? Nee, für ihn. Okay, komm her. Sonntag, der 26.07.2020, das Gebet mit Zeit. Most Heavenly Father. Meistgeliebter himmlischer Vater. Our motivation to come over here. Unsere Motivation, hierher zu kommen. We want to come to know you. Ist, weil wir dich kennenlernen möchten. More we will come to know you. Je mehr wir dich kennenlernen werden, we will come to know us. Desto mehr werden wir auch uns selber kennenlernen. More we will come to know our creation. Je mehr wir unsere Schöpfung kennenlernen, more we can help mankind. Desto mehr können wir der Menschheit helfen. All my life walking with you this path, the will of God. Mein ganzes Leben bin ich diesen Weg gegangen für den Willen Gottes. More and more I came to know. Je mehr und mehr ich dich kennenlernte, the salvation began where most beloved God is. Fing die Erlösung an, wo der meistgeliebte himmlische Vater ist. Otherwise, ansonsten, we will live in the darkness of our ignorance. Werden wir in der Dunkelheit unserer Ignoranz leben. Only you are the one most beloved God. Nur du bist derjenige meistgeliebter Gott. Who can help us to come from darkness into light? Der uns helfen kann, von der Dunkelheit ins Licht zu kommen. More light is inside of human being. Je mehr Licht in den Menschen ist, more we can see our mistakes. Desto mehr können wir unsere Fehler sehen. Most beloved God. Meistgeliebter himmlischer Vater. I pray and I wish. Ich bete und ich wünsche. Send some more people. Bitte, schickt noch mehr Menschen. Send more prophet and more prophet female. Schickt noch mehr Propheten und vor allen Dingen noch viel mehr Prophetinnen. So we can bring your love and your will of God all over the world. Damit wir deine Liebe und deinen Willen Gottes über die ganze Welt bringen können. This is the most beautiful concept which God gave. Das ist das wunderschönste Konzept, was du Gott gegeben hast. One family. Die eine Weltfamilie. That whole mankind is like one family. Dass die ganze Menschheit wie eine Familie ist. When this family will grow in this earth. Wenn diese Familie auf Erden wächst. Then our pain, our joy. Dann ist unser Schmerz, unsere Freude. Our love. Unsere Liebe, we're gonna feel and we're gonna help each other. Das werden wir fühlen und wir werden uns gegenseitig helfen. This family, God wants to live. This family, God wants to live. In dieser Familie möchte Gott leben. The moment God will come to one family world. In dem Moment, in dem Gott zu einer Weltfamilie kommen wird. We will find everlasting peace. Werden wir den immerwährenden Frieden finden. We will find everlasting happiness. Die immerwährende Glückseligkeit. We're gonna find everlasting freedom. Die ewigwährende Freiheit. All joys gonna become at one point. Alle Freuden werden sich in einem Punkt treffen. They will be end of love. This will be end. This will be never end, ending love. Das wird nie endende Liebe sein. Because of your presence. Wegen deiner Gegenwart. Father, this day is not so far. Vater, dieser Tag ist nicht so weit weg. The kingdom of God is at human hand. Das Königreich Gottes ist in den menschlichen Händen. I fulfill my responsibility. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Now human being has to come one platform. Jetzt müssen die Menschen auf eine Plattform kommen. And come to know God deepest.
und Gott auf die allertiefste Weise kennenlernen. And we will be home today. Und dann werden wir schon heute zu Hause sein. We don't need to wait for tomorrow. Dann müssen wir nicht auf den Morgen warten. Yes, I pray the most beloved Heavenly Father. Das bete ich im Namen des meistgeliebten himmlischen Vaters. In the name of your heart. Und im Namen deines Herzens. Amen. Amen. Thank you everybody who came here because of God. Danke für alle, die hierher gekommen sind wegen Gott. And you give me great opportunity. Und ihr gebt mir eine großartige Möglichkeit. That I can share with you. Dass ich das mit euch teilen kann. And I tell you, this all was the moment and 1 hour, 2 hours. Und ich sage euch, diese 1-2 Stunden, die wir hier gerade hatten, we receive light. Dafür haben wir Licht erhalten. Now we go back our old world. Und jetzt gehen wir zurück in unsere alte Welt. And you know what's gonna happen. Und ihr wisst, was jetzt passieren wird. I don't need to tell you. Das brauche ich euch gar nicht sagen. Alles klar. Okay, bis dann, ja? Dankeschön. Thank you. Good night. Thank you. Thank you.